Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einem neuen Part von Let's Play Pikmin 4. Wir haben im letzten Part erfolgreich die Höhlenbekundung beendet und sind jetzt nun hier angekommen und schauen es mal zu Zephyrd, dem Raumschiff hin. Kommt da etwa raus aus der Zephyrd? Das werde ich mir, glaube ich, gleich mal ansehen. Hoffentlich waren das nicht meine letzten Worte. Ja, nicht gut, wenn aus dem Flugzeug Rauch rauskommt. Statusbericht. Ich habe das Schiffsinnere untersucht und festgestellt, dass sich die Triebwerke überhitzt haben. Das Raumschiff stand kurz vor einem Totalschaden. Was? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ist das denn zu reparieren? Ja, ich habe eine Notfallabschaltung eingeleitet und jetzt ist alles stabil. Die Triebwerke lassen es im Glück reparieren. Allerdings wurde die Energievorräte der Zephyrd vollständig geleert. Also haben wir keine Möglichkeit, diesen Planeten zu verlassen oder nach Captain Olimar zu suchen. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube, in Captain Olimars Logbuch etwas gelesen zu haben, das unsere alle Rettung sein könnten. Ah, hier ist es. Seht euch das mal an. Schätze. Nach eingehender Untersuchung des glänzenden Objekts auf diesem Planeten kam es zum Schluss, dass sie Glycerium enthalten müssen. Es ist sehr spannend, dass man hier Schätze finden kann, doch die Suche nach dem Dolphin-Teilen muss Priorität haben. Aha. Dieses Logbucheintrag ist eindeutig. Aus den glänzenden Objekten, die wir auf diesem Planet finden, lässt es Glycerium gewinnen und in Energie umwandeln. Wenn man damit die Zephyrd reagieren kann, sind die Objekte, die das Zeug enthalten, ja wahre Schätze. Ich bin da noch skeptisch. Aber so wie die Lage ist, haben wir auch nichts zu verlieren. Vielleicht sind diese Schätze unsere einzige Chance. Wir haben also eine neue Mission. Finden und sammeln wir so viele glänzende Objekte wie möglich. Verstanden. Mission, eine gute Energiequelle. Mhm. Wir können auf diesem Planeten befindlichen, glitzernden Objekte als Energiequelle nutzen. Sammel so viele von ihnen wie möglich, damit die Zephyrd wieder Energie hat. Zephyrd. Also wenn es uns gelingt, Schätze zu finden, brauchen wir auch eine Möglichkeit, sie zu transportieren. Das könnte die Biakle übernehmen. Igel, scheiße. Sollte ihr vielleicht Englisch, auch wenn wir englischen Wörter auspassen können. Boah, habe ich nicht gerade Biakle gesagt. Jetzt müssen wir nur noch einen guten Platz finden, bei dem sie landen kann. Geheimnis, ey. Wie wäre es mit dort drüben? Ist da eine Leuchten? Vielleicht ist das eine natürliche Steinform. Ganz sicher bin ich mir da allerdings eher mal nicht. Jedenfalls ist der perfekte Ort für eine Basis. Bring die Belage, die Beagle gleich her. Die Beagle hat einen neuen Standort erreicht. Gut, damit sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Und jetzt gehen wir auf Schatzsuche. So, wir müssen also etwas Glitzerndes finden. Da ist er was. Ah, ein Gameboy. Uiuiui, da muss einfach ein Satz sein. Sehen wir erklären. Sehen wir doch mal auf dem Tablet nach, ob wir Energiestatus von ihm empfangen. Drücke einfach Plus, um die Karte zu öffnen. Glycerium-Gehalt bestätigt. Das Symbol Stern in der Mitte steht für einen Schatz. Von nun an kannst du auf der Karte nachsehen, ob sich Herzen in deiner Umgebung befinden. Okay. Sehr gut, ich hoffe, dass unsere Mission von nun an auch weiterhin so gut verläuft. Aber wie sollen wir diesen Schatz denn eigentlich transportieren? Brauchen wir Pikmin. Irgendwas sagt mir, dass die hier nämlich auch sehr in der Nähe sind. Wir sind da drin. Was ist denn das? Ob das ein Schatz ist?
Komm, geh mal los, Hund. Das machst du gut, Otzin. So klappt das mit dem Transport. Ich glaube, das ist ganz Satz, ehrlich gesagt. Ui. Unglaublich, das Ding hat sich von alleine bewegt. Ich glaube nicht, dass es sich um einen Satz handelt. Aber was könnte es denn dann sein? Es sieht ja ein bisschen aus wie eine Pflanze. Ob es das war, worüber Captain Olimar in seinem Logbuch geschrieben hat? Er spricht davon einer Zwiebel. Wenn das hier eine Zwiebel ist, dann könnte dieser Keim... Pflück mir doch einfach mal. Na hallo? Wie bist denn du, Kleiner? Ein Pikmin. Ja, das könnte ein Pikmin sein. Captain Olimars Logbuch zufolge handelt es bei ihnen um freundliche und hilfsbereite Geschöpfe. Tja, in dem Fall können sie uns vielleicht beim Erkunden und der Suche nach Sätzen helfen. Ja, seht nur, Otzin freut sich schon mit dem Pikmin an. Freut sich schon mit dem Pikmin an. Das solltest du also auch. Du sollst es auch vorstellen, David. Und Safin, willst du noch länger da so rumstehen? Wähle mit Hilfe von LR eine Pikmin-Art. Mit A wirft man Pikmin. Warte. Kann ich jetzt auch in hier werfen? Nee, den kann man nur gegensicken und zurückrufen. Aber wenn ich es jetzt so mache zum Beispiel, kann ich den Pikmin nehmen und werfen. Dann noch wiederholen. Ah, jetzt kann ich den zum Beispiel... gegen diese Blume werfen. Die geile Tür tut einfach nur damit schlagen. Das war gerade sehr witzig. So. Dann machen wir einfach mal weiter. Aber schauen wir erstmal, was hier passiert. Dann gut, machen wir es jetzt so rum. Genau, das ist der Spiegel, wie die Hunderasse-Spiegel, ja, das habe ich jetzt auch überrissen, danke. Ach, es sind meine Englisch-Aussprachkenntnisse, ist traurig, da bin ich eigentlich gut in Englisch und mag es irgendwie. Naja, was soll's, aber ja klar, Hunderasse, das macht Sinn. Utzin knurrt, lol. Naja, er hat, ja, es ist, ja. Noch mehr Keime, dieses rote, samenähnliche Objekt ist wohl ein Knopf. Wenn erst das Zwiebel gebracht wird, entsteht daraus weitere Pikmin, macht Sinn. Bis zur rätselhaften Lebensform. Mhm. Schauen wir doch mal. Ich glaube, wir können parallel auch noch das, Ach, egal, er macht es halt einfach alles da unten jetzt hier, ist ja wurscht. Und dann sind jetzt so langsam, die Pikmin. So soll es ja auch sein. Ah ja, jetzt kann man die mit der Pfeife dann herrufen, dann kommen die nämlich. Ah. Aber zuerst muss man. Hä? Ich würde gerne einen Pikmin auswählen, nämlich mit R. Aber irgendwie geht das gerade nicht. Egal, der Hund macht das ja auch gerade. Okay, da haben wir eine Gabel und die bringt er sogar was zum her. Der Hund ist erst ganz brav. Sehr gut, das hat es auf dem Weg. So sieht's aus. Prima. Dieser Satz ist ja riesig. Wie können wir etwas mit diesen Dimensionen in einem Schiff lagern? Der Beagle nutzt eine besondere Art Licht, um Objekte beim Einsammeln zu miniaturisieren. Der sollte das kein Problem sein. Ich werde den Satz gleich mit den Sensoren der Beagle untersuchen. Hoffentlich erhält er die Energie, die wir brauchen. Hoffen wir mal. Jawoll!
Energiegehalt bestätigt. Wenn wir noch 250 weitere Einheiten Glycerium sammeln, hätte die Seafahrt wieder Energie. Aber die Seafahrt verwendet doch eher konventionellen Treibstoff als Energiequelle. Es sollte möglich sein, sie ausschließlich mit Glycerium fliegen zu lassen, wir werden dabei aber wohl etwas durchgeschüttelt. Doch bis das möglich ist, brauchen wir noch sehr viel mehr Glycerium. Da sollten wir das Gebiet nach weiteren Sätzen absuchen. So, jetzt rufen wir mal die ganzen alle her. Ach, man muss die Pikmin erstmal pflücken. Ah. Ah, jetzt kann man unten nämlich auch wählen, okay. So, und jetzt kann man nämlich hier schon mal noch ein paar Pikmin erstmal neue produzieren lassen, wenn man so will. Die machen jetzt einfach jetzt gerade ganz fleißig. Bringen das dann nämlich eigenständig dann nach hinten hin. Ist witzig, das ist wie so Ameisen, deren Sub tun. So, waren jetzt der Gameboy hier. Okay. Da können wir mal noch gar nichts machen. Dann haben wir das wohl noch weiterhin im Blick. Okay, ich glaube, da brauchen wir einfach mehr. Machen wir erstmal die hier alle platt. Tun dann vor allem erstmal die neu gemachten Pikmin einfach mal rausholen aus der Erde. So, wo bleibt das Ding? Das kommt auch mal an hier. Jawohl, und Evala haben wir schon gleich wieder neue Pikmin. Die wir auch gleich lücken können. Sehr schön. Das ist doch mal super. So, irgendwie müssen wir dieses Gameboy. Vielleicht geht es auch erstmal mit dem Hund. Ja, klar. Gut, eigentlich wollte ich sie genau dagegen knallen und nicht 3 Meter nebendran, aber es ist ja wurscht. So, jetzt Achtung, alle weggehen, da fällt was Riesiges runter. Ein Gameboy, und zwar ein Gameboy Advance. Das finde ich gerade sehr toll. Weil es halt auch genau dieses Modell, nur in einer anderen Farbe und mit so wilden Zeugs unten drauf, bei mir im Regal stehen habe. Ich finde, das ist so der wildeste Gameboy, den es überhaupt nur gibt. Alle anderen sind lame. Dieser Gameboy ist der Shit. Dazu dann auch ein paar richtig coole Spiele. Das ist es. Also ich weiß, habt ihr einen Gameboy, Leute? Also ich finde diesen Gameboy erst wild. So, aber genug mit dem Witflex. Genug geflex. Gameboy kommt mal wieder rein ins Regal. Und wir bemerken erstmal, Colin, dass das viel zu knapp war, die Aktion hier. Hätten da Leute draufgehen können. So. Also jetzt tun wir mal die ganzen. Machen wir mal einige hin, die können, wenn wir es mit mehreren tragen, helfen. Ich glaube, das Ganze umso besser, denn zusammen sagt man einfach mehr. So ist es. So, und jetzt tragen die Knäste einfach mal den Gameboy aus der Gegend. Perfekt. Und es hat auch so Dinger, die man einfach rufen kann und dann tragen die ein sowas aus der Gegend. So, der Hund hat genossen, gute Gesundheit. Ein Hund. So, und die rufen wir jetzt einfach mal wieder her. Das war jetzt das zweite Satz. Mach einfach genauso weiter. Okay. Ich glaube, wir müssten mal irgendwie schauen, dass wir da nach oben kommen. Vielleicht kommen wir hier irgendwie nach oben. Ist das ein Schlupfloch? Nee. Hätte er sein können. Ich glaube, wir müssen da nochmal gegen diese Tonne hauen, habe ich so das Gefühl. Okay, schade. Ah. Ah,
die können Silik so nach oben gehen. Also wenn es da irgendwas Wildes gibt, können wir die so dahin werfen. Ne, ich sehe halt irgendwie gerade leider nichts, was irgendwie noch relevant für uns wäre. Ich hab mal weiter die Augen offen. Warte, mit X kann man ja springen, theoretisch, ne? Da ist er! Ist ja mal was. Aha. Okay, da ist er bis so weit oben, ne? Oder? Ich glaube, wenn wir weiter weg sind. Ne, das klappt nicht. Schade. Weil machen wir auch gerade wenig Sinn. Da ist noch was. Direkt vor der Nase. Auch gut. Ja komm, ist lieber ein paar mehr, die da helfen, so besser ein paar mehr als ein paar so wenig. Muss nämlich einen alleine machen. So, komm, das sammeln wir mal wieder ein hier. So, und die tragen das gleich dahin, so muss das. Sind sogar schneller wie wir, die den Umweg gehen. Hurra! Ihr seid ein fantastisches Team, David und Orzina. Das ist doch super. Danke. Das freut mich. Ich meine es ernst. Nur weiter so. Pigmen sind gut darin, Anweisungen zu folgen. Sie verhalten sich fast wie kleine Rettungshunde. Ja, ist doch super. Jetzt sollten wir Energie aus dem Setzen extrahieren. Macht es gleich ans Weg, Colin. Okay. Bald haben wir die Energie aus den Herzen extrahiert. Sie wird dann direkt zu Sephiroth geleitet. Ey, das schöne Gameboy geht verloren. Ist eigentlich traurig. Den armen Gameboy. Fahrradklingel und die Gabel. Ganz wichtig. Die Sephiroth hat wieder Energie. Das ist doch super. Die Sephiroth verfügt dank des aus dem Setzen extrahierten Glyceriums wieder über Energie. Wir haben es geschafft. Die Systeme des Siths haben wieder Energie. Es erreicht sie noch nicht, um damit zu fliegen, doch jetzt können wir mit dem Radar nach unseren Kollegen suchen. Sehr gut, Colin. Starte gleich das Radar. Vielleicht fangen wir schon direkt ein Signal auf. Schauen wir nochmal, ob wir so ein Signal auffangen. Es gibt sogar gleich mehrere SOS-Signale. Sie könnten von den vermissten Rettungscrew-Mitgliedern oder dem von Captain Olimar stammen. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Retten wir sie. Das ist ja interessant. Das Schiff vergibt automatisch Namen für die Objekte. Angeregelte Klapptafel. Na, wer kennt es nicht? Also, Prinzessinnen-Speer, okay. Wegbereiter, okay, aber angeregelter Klapptafel. Ja, also, Leute, was habt ihr so für Videospielkonsolen von Nintendo zu Hause? An Retro-Konsolen. Also, ja, ich hab so meine NES. Mein SNES Open angeregten Klapptafel. Naja, wer kennt's nicht? Also das nächste Mal
machen wir kein Gameplay Let's Play, sondern ein angeregende Klapptafel Let's Play. Let's go. Hab ich den zweimal heute rausgeholt, ey, das muss reißen. So, auf unserer Mission treffen wir öfter mal auf unbekannte Objekte. Da habe ich eine Evaluierungs-KI installieren lassen. Aha, also sind wir jetzt ja auch in den KI-Zeitalten angekommen, ich sehe. Ein berühmter Gutachter hat bei ihrer Programmierung mit Bit gearbeitet. Das Ganze funktioniert besser als gedacht, prima. Ja, schon, aber ein Reserve-Energiegenerator hätte uns mehr genutzt. Das stimmt. Als ich Rauch aus der Sephard aufsteigen sah, war er ziemlich besorgt. Ich wusste nicht, wie das ausgeht. Zum Glück konnten wir einige Reparaturen vornehmen. Wir mussten vor einer Weile auf jeden Komfort verzichten und es geht nichts über eine sorgfältig zubereitete Mahlzeit. Und du bist dir sicher, dass wir genug Notfallrationen haben? Schließlich wissen wir noch nicht, wie lange wir auf diesem Planeten festsitzen. Ich habe unsere Vorräte dreimal gezählt, aber ich sehe lieber nochmal nach. Gut, morgen geht es ans Erkunden, daher sollte es Ozin gut ausruhen. Und du dich natürlich auch, David. Und vergesst nicht, euch mit euren Missionen vertraut zu machen, bevor ihr schlafen geht. Also, neu, eine gute Energiequelle. Ah, du hast eine Markierung gesetzt. Einfach eine Mission auswählen und A drücken, um Markierung zu setzen. Macht Sinn. Dein Instinkt beeindruckt mich. Nutze Markierung, um stets den Überblick über Ziele und Fortschritte zu behalten. Okay, Hauptmission. Eine gute Energiequelle. Wenn wir das Radar der Sephard wiederherstellen und unseren Suchradius vergrößern wollen, brauchen wir dazu mehr Glycerium. Bitte finde es für uns. Okay. Damit geht's im nächsten Part. Ja, ist Tag 2 Rettungsmission, Tag 2. Und damit geht's im nächsten Part weiter. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und ciao.